Die Zeit habe ich noch, den Angriff zurückzuschlagen. Sehen, was uns angreift. Ach so, das hatten wir gerade schon mal. Möglichst viel versuchen zwischendrin abzufangen. Das Katapult ist ja. Braucht ewig zum Nachladen, auch wenn es trifft. Am besten ist, wir holen die Kleinen hier alle weg. Weil es geht ja nur noch Gegneranzahl, nicht Gegnergröße. Also wenn so ein kleiner durchkommt, ist das genauso viel wert, wie wenn so ein großer durchkommt. Das ist ein bisschen komisch, aber es ist ja egal. Das kann man sich ja zum Vorteil machen, sowas. Oh, der große kommt durch. Zählt aber nur als einer. Sind halt einfach nur schwerer aufzuhalten. Aber bringen auch mehr Geld. Ach, dann renn doch durch, Fettsack. Ich frage mich, wie viel Fleisch benötigt wird, um so einen Zombie-Troll zu ernähren. Na, vielleicht haben wir ein neues Achievement. 86 Kills. Die Taverne machen wir mal noch schnell. Und ich verstehe gar nicht, warum brauchen Zombies eigentlich immer Fleisch? Könnte es nicht auch mal einen vegetarischen Zombie geben? Oder einer, der nur von Tofu lebt? Wäre auch mal eine interessante Idee. Würde zwar niemand kaufen, weil warum sollte man dann Angst haben? Und warum muss man einen Zombie immer mit dem Schlag, muss man immer das Gehirn zerstören? Was wäre, wenn ein Zombie wirklich unsterblich wäre, wenn du ihm den Kopf abtrennst und dann rennt der Körper weiter? Oder du hackst ihm Finger ab und der Finger kämpft weiter? Dass du ihn wirklich mit Säure auflösen musst, ihm zu besiegen, das wäre echt scheiße. Würde ich alles an Zombies in Häcksler werfen. Das hilft dir nicht weiter. Oh, schon 60 Trolle getötet. Was Trolle betrifft, sind wir echte Mörder. Schieß einfach mal in der Armbrust hier rum, mal sehen, was ich alles erwische. Vor allem den da möchte ich erwischen. Ah, die Wachen sind so schnell. Nein, ich habe daneben geschossen. Interessant, das dauert ein bisschen, bis das Gift wirkt anscheinend. Paar haben wir noch. Ihr wollt mein Fleisch? Das kriegt ihr aber nicht. Oh, da lebt er noch. Oh ja, ich habe. Das geht immer recht schnell, die Mission. Noch mehr Trolle besiegt.
Ich baue mal den Turm aufs Ende aus. Falls wir wieder angegriffen werden. Und dann muss doch endlich mal ein neues Gebiet freigeschaltet werden, weil sonst wird es irgendwie langweilig, glaube ich. Gut, der Troll ist beschäftigt. Mann, das ist echt kompliziert zu reden. Also ich versuche zu reden, aber sich nebenbei noch zu konzentrieren und nicht zu sterben und dies machen und das machen und halt die Klappe. Da muss ja auch noch ordentlich was rauskommen. Oh. Ich möchte gehen. Ich hasse das. Man kommt. Der ist nicht losgelaufen. Wahrscheinlich, weil ich die Armbrust in der Hand hatte. Kann ich nicht leiden, ja. Weil er wurde zwischendrin nicht geschlagen. Vor allem, wenn ich so einen Troll schlägt, dann müsste es eigentlich noch schneller laufen. Dann fliegst du ja eigentlich über die Massen. Komm wieder nicht raus. Ah, das ist scheiße. Wieso sind die so? Warum ist das so viel? Ich bin gerade voll am Ablosen. Das ist doch zum Kotzen. So, jetzt bleiben wir mal auf der Armbrust. Jetzt vergifte ich mal von hinten alles und jeden. Nein! Dann läuft er los und dann renne ich auch noch voll rein. Ich finde das echt blöd. Dann hängst du fest und dann war's das. Und ich sehe auch immer nicht, warum der immer. Der rennt auch immer raus. Danke. George hat nichts damit zu tun. Irgendwie reinschießen einfach nur noch. Hauptsache, ich bin nicht drin. Er rennt aber auch immer rein. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Wahrscheinlich gibt es nur eine begrenzte Anzahl, das hätte ich gleich so machen sollen. Gut. Wir haben es irgendwie geschafft. Ah.
So, jetzt könnten wir hier das. Noch mehr Rüstung. Was ist hier noch zu tun? Nichts. Könnt noch einmal auf dem Boden arbeiten. Und danach haben wir das Spiel wahrscheinlich dann schon beendet. Aber das wird dann diese Folge nicht mehr, weil ich dann gleich aufhöre. Dann wird es halt in der nächsten Folge beendet. Gott, sind das viele Hunde. Blöden Köter. Eigentlich finde ich Hunde toll, aber die hier nicht. Gut. Genau wie es bei Menschen Assis gibt, gibt es auch bei den Tieren ziemliche Assis, was aber eigentlich immer Erziehungssache ist. Da ist niemand. Und bei den Zombies gibt es bestimmt auch Assis. Langsam müssen wir es doch haben. Gibt es nur drei Stadtteile? Wie finde ich denn den letzten Meister? Also wenn das dann schon zu Ende ist, dann wäre es ja irgendwie langweilig. Dann hast du ja irgendwann nichts mehr zu tun. Vor allem, wenn du alles gesichert hast. Mhm. Schön. Bauen wir es mal. Jetzt habe ich das oben gesichert, ohne dass ich es wollte. Verstecken wir das Tor nochmal. 44% Fortschritt. So, mal schauen, was wir hier noch schnell machen können. Ich glaube, das ist, könnte dann die letzte Stufe schon sein. 120. Und wo finde ich den? Naja, ist ja auch egal. Schauen wir das in der nächsten Folge mal. Zu Let's Play Decision Mad Evil. 3 Stunden gespielt, 50 Tage, 7-mal gestorben. Eine Stunde. Ah ja. Gibt's auch noch viel, was wir finden können. Okay, dann bis zum nächsten Mal zu Let's Play Decision Mad Evil mit Wichtelein TV. Ciao.